So, in dem Video geht es jetzt um die Installation von zwei Mods in Mindtest. Und zwar möchte ich einmal das Mod installieren, das quasi bei Minecraft dem Redstone entspricht. Und damit ich das besonders gut testen kann, eine flache Welt. Und da gibt es nur die Möglichkeit momentan, dass das über einen Mod geschieht. Gehen wir erstmal gucken nach dem Mod. Ich habe hier auf der Mindtest-Seite unter Customize Mods geklickt und da kommt man auf eine Seite von sehr beliebten Mods und einige davon sind sicherlich auch interessant. Unter anderem hier das Miesecon, also jedenfalls wird das so ausgesprochen oder habe ich es von anderen gehört, dass sie das so aussprechen. Und da gibt es dann hier Download als ZIP und das machen wir mal. So, das ist das eine. Und dann wollte ich noch ein weiteres Mod installieren und zwar nennt sich das FlatGAN. Da habe ich freundlicherweise einen Tipp gegeben, dass ich damit eine flache Welt bekomme. Hier habe ich das jetzt nicht gefunden auf der Liste. Es gibt noch hier unter Customize den Weg ins Forum und da kann man natürlich dann suchen. Und wenn ich nach diesem FlatGAN suche und Mod, habe ich leider jetzt also nicht direkt hier das gefunden, was ich suchte. Wenn man das also finden möchte, habe ich festgestellt, ist es am einfachsten, dass man einfach über Google sucht, Mindtest, FlatGAN und Mod. Und das erste, was man da findet, das sieht man hier an der Überschrift, Mod FlatGAN. Und da habe ich das Mod, das ist genau das, was ich haben will. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo man es runterladen kann. Da haben wir es, Master Zip von GitHub runterladen. So, dann gucken wir uns mal das Ganze im Dateienverzeichnis an. So, da habe ich also meine zwei heruntergeladenen Zips. Die entpacke ich entweder hier oder auch da drüben. Machen wir vielleicht gleich hier rüber kopieren oder verschieben. Und da entpacken. Nochmal zur Erinnerung, das hatte ich ja schon bei dem letzten bei der letzten Mod-Installation von diesem Unified Inventory erzählt. Man muss bei so ziemlich allen Mods die Verzeichnisse umbenennen. Es darf also kein Minus drin sein. Am besten eben einfach hier FlatGAN. Und da oben, da steckt nicht nur das Miesecon drin, sondern auch noch der Name des Entwicklers und hinten dran irgend noch eine Nummer. Ups. Okay. So, das war's ja schon wieder mit der Installation. Jetzt starten wir uns mal meinen Test. So, und ich möchte jetzt an dieser Stelle also eine neue Welt für mich installieren. Kreativmodus soll es sein. Es soll mit diesem Minispiel Mindtest sein und ich wähle neu und sage mal Miesecon Test. Weltgenerator spielt jetzt hier keine Rolle, weil ich ja eh dann hier dieses Mod verwende. Jetzt ist das zwar erstellt worden, aber ich muss jetzt noch auswählen, welche Mods ich verwende. Und das kann ich nur hier machen unter Konfigurieren. Und dann wähle ich aus, ja, einmal FlatGAN, aktiviert, Miesecon, aktiviert und das nehmen wir auch noch dazu, das ist eigentlich ganz praktisch. Vielleicht gerade nochmal der Hinweis, hier sind ja unterschiedliche Grünfarben. Das eine ist dunkelgrün, das andere ist hellgrün. Der Unterschied ist, dass dieses dunkelgrüne ein Modpack ist. Also in diesem Miesecon sind mehrere Einzelmods enthalten. Ich weiß nicht, warum man das da einzeln hat und dann zusammenpackt. Auf jeden Fall
sind die jetzt aktiviert und das speichere ich und starte es mal. So, die Welt ist fertig und ich glaube, ich starte immer hier im Boden, gehe mal kurz nach oben und schon habe ich hier meine flache Welt. So, jetzt ist es so, obwohl ich im Kreativmodus bin, also ich kann mir ja alles hier auswählen, was da drin ist. Nur so als Beispiel, kann ich aber nicht fliegen. Das ist tatsächlich ein bisschen knifflig. Muss man wissen, dass man sich quasi selber das Recht geben muss zum Fliegen. Und das geht folgendermaßen. Und zwar grant, das heißt, glaube ich, sowas wie jemandem etwas zugestehen oder verleihen. Und jetzt muss ich eine Person angeben. Jetzt bin ich aber im Singleplayer-Modus drin und musste da keinen Namen eingeben. Aber man gibt dann eben einfach ein, was man ist, Singleplayer. Und ich gebe mir als Singleplayer den Recht zu fliegen. Und dann steht das da oben, dass ich das jetzt kann. Und wenn ich das jetzt umschalte, so Free Move Enabled, kann ich also auch fliegen. So, und dann habe ich einen schönen rundum Blick. So, jetzt möchte ich mal ganz kurz diese Miesekons ein bisschen antesten. Ein paar kleine Beispiele zeigen. Ich räume gerade mal mein Inventar auf. Und suche unter dem Stichwort Miese mal ein paar Sachen. So, holen wir uns gerade mal raus. Das sind diese Leitungen. Vielleicht holen wir uns mal eine Lichtlampe. Es gibt die Unterscheidung zwischen Dingen, die etwas auslösen oder die eben ein Signal liefern. Dazu gehört zum Beispiel hier dieser Hebel oder so eine Druckplatte. Wir haben auch zum Beispiel hier noch einen Switch, eine Miesekon Torch, also Fackel. Was nehmen wir denn mal noch? Ja, ich denke, das reicht erstmal. So, und diese Miesekons, diese Leitungen werden also so hingelegt. Die verbinden sich automatisch. Hier sieht man jetzt gerade schon einen deutlichen Unterschied zu Redstone. Redstone ist ja dieses Pulver und das lege ich ja in den Boden rein. Diese Miesekons können eben auch nach oben gebaut werden. Das heißt, ich habe die also ohne Probleme einen Stock höher. Und ansonsten ist es sehr ähnlich zu Redstone. Das ist jetzt eine Lampe. Und dann habe ich einen Switch, da drücke ich drauf. Und man sieht nichts, weil es wahrscheinlich zu hell ist. Ich schalte gerade mal im Inventar auf Nacht. So, was ist hier los? Ja. Also im Prinzip ist das ganz nett, finde ich. Es ist so ähnlich wie Redstone, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass das irgendwie tatsächlich ein bisschen hängt. Ich kann hier auch natürlich Abzweigungen machen, das ist ja wie von Minecraft bekannt mit Redstone, das funktioniert auch. Was noch ganz interessant ist, wenn wir gerade nochmal zurückgehen, es gibt eben auch noch andere Sachen, und zwar diese Insulated, also die isolierten Miesekons. Und zwar habe ich ja gerade gezeigt, wenn ich hier auf den Boden klicke und jetzt hier nochmal drauf, dann wird das oben drüber gebaut und im Prinzip sind die Sachen dann miteinander verbunden. Wenn ich jetzt zwei Leitungen übereinander bauen will, zum Beispiel hier lang, dann würden diese Miesekons sich, wenn ich da jetzt hier zum Beispiel quer rüber baue, sich miteinander verbinden. Und
wenn ich das nicht haben will, nutze ich dann zum Beispiel diese isolierten Leitungen. Da kann ich dann auch einfach über eine andere Leitung drüber gehen und jede funktioniert für sich. Also mit diesem Schalter kann ich dieses Licht hier, Moment, machen wir gleich anschalten. Na? Nicht, ob das dauert. Ah, jetzt kommt es langsam. Ja, das dauert noch ein bisschen. Also da bin ich mir nicht sicher, ob das so gut ist. Da schien mir das Redstone ein bisschen zuverlässiger. Ja, manchmal geht es direkt, manchmal nicht. Ja. Das ist also eine Sache, da ist sicherlich noch Nachbesserungsbedarf. Aber diese isolierten Kabel sind ja eine ganz nette Variante. Neben diesen Switch gibt es eben auch noch hier eine Druckplatte. Kann ich, glaube ich, direkt nebeneinander machen. Ja, geht direkt an. Ich kann mit diesen Redstone-Fackeln zum Beispiel auch so einen Lichtstein aktivieren, dass der immer die ganze Zeit leuchtet. Ups, war zu viel. Meine Nachtbeleuchtung. Ja, und was es dann natürlich auch gibt, sind hier schon vorbereitete Logik-Bausteine, wie zum Beispiel ein Und-Baustein. Es gibt aber neben diesen vorgegebenen auch noch hier diese, wo haben wir sie? Microcontroller. Diese Microcontroller habe ich noch nicht ausprobiert. Aber sie funktionieren so, dass ich quasi frei programmieren kann, wie ein eingehendes und ein ausgehendes Signal funktioniert. Das heißt, es gibt dann hier einen Code, wie ich das Ganze miteinander verbinden kann. Während wenn ich zum Beispiel hier so ein End, wo setzen wir es mal hin, ein Endgitter verwende, drehen wir uns mal gerade rum. Dann habe ich hier rechts und links meine Eingänge. Die könnten zum Beispiel auch von Switches, also von Schaltern kommen. Und die Lampe hinten dran, die muss ich mir wieder ins Inventar holen. So. Ja, die wird nur beleuchtet, wenn beide Schalter an sind. Natürlich kann man das dann auch von Hand nachbauen. Also man muss jetzt ja nicht unbedingt diese Schalter verwenden. Nur bedeutet das natürlich, dass mit solchen Schaltern man sehr viel kompaktere Installationen hinbekommt, als wenn man so ein Und-Gatter von Hand nachbauen muss. So, was wollte ich noch zeigen? Ach so, diese Microcontroller, ne? Wie gesagt, das sind universelle Möglichkeiten, so etwas nachzubilden. Kann man dann mit irgendwelchen oder Verknüpfungen und hier der Verwendung von A, B, C und D als Eingabesignal dann das Ausgangssignal festlegen. Wurde aber auch noch nicht ausgetestet. Was haben wir denn noch Schönes? Es gibt auch so ein bisschen kuriose Sachen. Wo haben wir denn die Blinky Plant? Und zwar hat man ja in Minecraft öfters auch mal eine Uhr, eine kleine Glock sich gebaut. Und diese Blinky Plant ersetzt quasi so eine Mini-Uhr, allerdings hat die ein festgesetztes Intervall.
Naja. So, Mesekons, was haben wir noch Schönes? Wasserturbine kann man zum Beispiel verwenden, um Strom zu erzeugen. Das heißt, man nimmt einfach dann quasi so eine Art Wasserlauf und wenn das Wasser da durchläuft, dann wird da durch Strom also ein Signal erzeugt. Hier haben wir noch die bekannten Sachen, Pisten und Sticky Pisten, also klebriger Kolben und normaler Kolben. Es gibt auch einen Kommandoblock, den muss ich auch noch genauer erforschen. Hier gibt es noch etwas Sticky Move Stone, dessen Bedeutung bin ich mir auch noch nicht bewusst. Ah, eine Sache, die ich noch zeigen wollte, weil sie relativ wichtig ist beim ich habe mich verschrieben. Der Screwdriver, also der Schraubendreher, ist ein spezielles Werkzeug, mit dem man in Mindtest bestimmte Dinge bewegen kann. Also zum Beispiel dieser Schalter, wenn ich den gerne woanders hingedreht haben möchte, dann muss ich den nicht abbauen und von irgendeiner anderen Richtung dann neu hinbauen, sondern ich benutze einfach, also ich baue ihn einfach hin und nutze dann dieses Werkzeug, um den zu drehen, zum Beispiel hier so, also um die Achse, auf die senkrechte Achse, oder er kann eben auch nach oben, ups, gedreht werden. Hier ist jetzt zur Seite, glaube ich. Nee, das ist ja jetzt unten. Und muss also ihn nicht abbauen. Das ist also sicherlich ganz praktisch, gerade wenn es manchmal so ein bisschen fummelig ist, wie man ein Kabel hindreht. Ich gucke gerade mal hier. Können wir da irgendwie was ändern? Ja. Jetzt habe ich gerade links gedreht. Zum Beispiel, wo man das auch verwenden kann, ist mit dem Einbauen von so halben Blöcken. Die kann man also in beliebige Richtung drehen. Also die können nicht nur, ich probiere es gerade mal oder suche es gerade mal, wo haben wir? Zum Beispiel unter Stone. So ein Stone Slab. Und den kann ich also nicht nur auf den Boden setzen, sondern ich kann ihn auch hier mit der linken Maustaste da dran bauen. Also eine dünne Wand nebendran. Das ist zum Beispiel in Minecraft nicht möglich. So, eine Sache, die ich noch zeigen wollte. Ich hatte ja schon diese isolierten Kabel vorgestellt. Und wollte mal noch etwas verdeutlichen, was also die Besonderheit von diesem Kabel ist. Ich hole gerade mir noch mal ein paar Werkzeuge hierher. Da haben wir unseren Schalter und das isolierte Kabel da dran. So, und jetzt hinten dran den Lichtstein und Schalter an. Funktioniert soweit, klar. Jetzt ist es so, dass das isolierte Kabel eben nicht nur auch gegenüber anderen Kabelstücken von diesen Miesecons isoliert sind, sondern auch für andere Lampensteine zum Beispiel oder für andere Empfänger. Das heißt, ich kann das rundherum bauen und das leuchtet nicht. Das könnte ich auch unten drunter machen. Es kann übrigens auch quasi durch die Luft gehen, was ja bei Redstone nicht geht. Und auch hier und da leuchtet nichts. Also wirklich nur an der Stelle, wo das Kabel hinführt, leuchtet das. Und wenn man jetzt hier hinbaut, dann sieht man, dass also ziemlich viele Stellen rund um das Kabel und das Ausgang des Kabels ebenfalls beleuchtet werden. Ups, das geht natürlich nicht. Verbindet sich auch sehr schön. Nur eben hier hinten diese zwei, ne, die verbinden sich nicht damit. Hier vorne brauche ich gar nicht hinbauen. Denn das wird ja automatisch mit dem Kabel verbunden. Das heißt, man kann durch diese isolierten Kabel also relativ genau festlegen, wo da irgendetwas ankommt.
Ja, es ist jetzt natürlich nur ein ganz kurzer Einblick in diese Misekon-Geschichte oder Misekon oder wie auch immer das heißt. Hier gilt es auf jeden Fall ein bisschen ausprobieren, zu vergleichen, zu schauen, was man damit alles machen kann. Es ist sehr viel ähnlich, bis auf die bisschen Unzuverlässigkeit des Signals, dass es manchmal länger dauert. Finde ich, dass so Veränderungen wie diese Isolierung oder dass das nach oben bauen kann, weil es eben kein Staub ist wie bei dem Redstone, sondern eine stabile Leitung, finde ich das doch durchaus interessant und besser. Was man hier mit den Schaltern oder mit so einem Kommandoblock machen kann, das muss auch noch erforscht werden. Da habe ich noch nicht so ganz herausbekommen, wie das funktioniert. Das wird sich aber noch zeigen. Das kommt garantiert noch. Ja, bis zum nächsten Mal auf dieser oder auf einer anderen Welt.